allen Gemeinderätinnen und Gemeinderäten, allen Medienvertretern, allen Demonstranten herzlich willkommen in der Tribüne in Lehn. Wir haben erstens festzustellen, dass wir ordnungsgemäß einberufen wurden und dass wir beschlussfähig sind. Zweitens, entschuldigt ist die Frau Gemeinderat Tatzel, beurlaubt Frau Gemeinderat Dr. Maukner in Vertretung Frau Gemeinderat Markowitz, weiters Frau Gemeinderat Eigen in ihrer Vertretung Herr Gemeinderat Kanzler, weiters Frau Gemeinderat Schinnagel in ihrer Vertretung Frau Gemeinderat Bericevic und Frau Gemeinderat Dr. Werner in ihrer Vertretung jetzt anzugeloben, der Herr Altgemeinderat und jetzt Neogemeinderat Wirrer. Herr Magistratsdirektor, walten Sie Ihres Amtes und ihr steht's bitte auf. Ich gelobe, die Gesetze des Bundes und des Landes Salzburg gewissenhaft zu beachten, meine Aufgabe unparteiisch und uneigennützig zu erfüllen, die mir obliegende Verschwiegenheitspflicht zu wahren und das Wohl der Stadt Salzburg nach bestem Wissen und Gewissen zu fördern. Herzlich willkommen, welcome back in Bonn. So, die Sitzung wird wie beim letzten Mal im Internet übertragen. Ich begrüße alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses, die das mit großem Interesse verfolgen. Dann sind die Verhandlungsschriften vom 2.2.2011 und von der Festsitzung Bürgerbrief vom 28.09.2011 zur Genehmigung vorgelegt. Gibt es dagegen einen Einwand? Ich sehe keinen Einwand. Dann haben wir zwei Dringlichkeitsanträge, bitte, Rudi. Erster Dringlichkeitsantrag von der FPÖ-Gemeinderatsfraktion. Die zuständige Fachabteilung wird ersucht, einen Amtsbericht vorzubereiten, der die Fläche auf dem Geißberg, die von der Trassierung der 380 kV-Leitung betroffen ist, gemäß § 41 Raumordnungsgesetz als Vorbehaltsfläche für ein Erholungsgebiet kennzeichnet. Es handelt sich um die Gemeinde Koppel. Bitte um die Dringlichkeit abzustimmen. Wer damit einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen mit der Hand, Gegenprobe. Dringlichkeit ist nicht zuerkannt. Zweitens. Zweiter Dringlichkeitsantrag von der Bürgerliste betrifft die Studiengebühren. Der Gemeinderat der Stadt Salzburg spricht sich gegen die Wiedereinführung von Studiengebühren und für eine ausreichende Finanzierung der Universitäten durch den Bund aus. Lassen wir die Dringlichkeit abstimmen. Wer damit einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen mit der Hand. Gegenprobe. Dringlichkeit ist nicht zuerkannt. Wir kommen zu den Antragsbegehren. Es gibt keine Antragsbegehren. Das heißt, die Anträge werden der Geschäftsordnung gemäßen Behandlung zugeführt. Sie werden natürlich behandelt. So, dann komme ich zur Tagesordnung. Wir haben ein aktuelles Thema. Das ist die Verordnung der Salzburger Landesregierung bezüglich Kapuzinerbergtunnel. Die Verordnung ist bekanntlich noch nicht erlassen und unterschrieben, aber es ist doch ein einzigartiger Vorgang, dass die Gebietskörperschaft Land, die bekanntlich nicht im Geld schwimmt und zu 100% dieses 100 Millionen Euro teure Teil finanzieren müsste, der Gebietskörperschaft Stadt jetzt Vorschreibungen machen möchte. Ich halte deswegen eine Debatte über diesen Vorgang für absolut sinnvoll. Wer meldet sich zu Wort? Bitte schön, Wortmeldung mal rum, da geht's gleich los. Christine Hummel ist die Erste. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat, werte Interessierte im Internet, sehr geehrte Gäste. Bereits im Gemeinderat vom 25. Oktober 2011 haben wir uns mit dem Thema Kapuzinerbergtunnel beschäftigt. In der Diskussion hat sich ganz klar gezeigt, dass die möglichen Verkehrsvarianten bei einem Tunnelbau unattraktiv und daher von uns abzulehnen sind. Die Idee eines vierspurigen Kreisverkehrs am Dr. Franz-Reyerl-Platz verbunden mit einer fünfspurigen Nonntaler Brücke ist ein baupolitisches Monstrum, das in Salzburg niemand ernsthaft befürworten kann.
Das Bauprojekt, das in der Machbarkeitsstudie vorgeschlagen wird, ist nicht nur für uns, sondern auch für die Mehrheit im Gemeinderat nicht tragbar. Das Signal im Gemeinderat, eben angesprochen am 25. Oktober dazu, war eindeutig. Wir haben die geplante Verordnung des Landes, die das betroffene Areal zum Straßenbauplangebiet erklären will, deshalb mit größter Verwunderung wahrgenommen. Gerade jetzt, wo wir kurz vor der Verbauung des Realplatz stehen, fällt der ÖVP in Stadt und Land wieder ein, dass der Tunnel Zukunftsmusik bleiben soll. Es stellt sich für mich schon die Frage, warum die Kolleginnen und Kollegen in der ÖVP die deutliche Ablehnung im Gemeinderat nicht zur Kenntnis nehmen wollen. Konstruktives Arbeiten für die Salzburgerinnen und Salzburger sieht für mich anders aus. Klar ist, heute ist der Tag des Lächelns, möchte ich nur dazu sagen, gell? Also bitte, da will ich, dass Sie lächeln. Klar ist, dass wir in der Stadt Salzburg eine Belastung durch den Individualverkehr haben, die wir in erster Linie mit einem verstärkten Ausbau des öffentlichen Verkehrs entgegnen wollen. Eine Stadtautobahn, so kann man den Kapuzinerberg, der teils verniedlicht Citytunnel genannt wird, durchaus bezeichnen, zieht Verkehr an. All jene, die das bestreiten, sind unseriös und gaukeln der Bevölkerung etwas vor. Die Umsetzung des Tunnels würde zu einem Schleich- und Ausweichsverkehr mit mehr PKWs und mit mehr LKWs vor allem auch in der Nacht führen. Gerade für Mautflüchtlinge wäre die Verkürzung der Süd-Nord- bzw. der Nord-Süd-Achse eine ideale Gelegenheit. Die ohnehin schon hohe Schadstoffbelastung würde sich erhöhen und auch der Lärmpegel würde sich verdichten. Ich frage mich deshalb, wie man diese Tatsachen einfach ausblenden will und oder kann. Auch Silvia Wörgetter, Ressortleiterin Lokales bei den Salzburger Nachrichten, betonte in ihrem Kommentar am Samstag von 28.01. klar und deutlich zum Projekt. Das alles bringt noch mehr Lärm und Gestank in eine Gegend, die schon jetzt vom Verkehr genug geplagt ist. Ein Detail, das die ÖVP aus der Machbarkeitsstudie gerne unterschlägt, ist der notwendige Abriss einiger Häuser des Arnbergs. In der Studie ist auf der Seite 28 ganz klar formuliert, dass durch die Baumaßnahmen direkt über die Tunnelachse von einem Abriss der Bauwerke Arnbergstraße 4, 15 und 17 auszugehen ist. All die eben angeführten Punkte zeigen klar auf, dass es Zeit wird, Vernunft an den Tag zu legen. Während in Umlandgemeinden Umfahrungen zur Entlastung der Zentren gebaut werden, wird von der ÖVP ein Tunnelprojekt im Zentrum der Salzburger Altstadt als positiver Beitrag zur Entlastung des Stadtverkehrs präsentiert, was schlicht falsch und unrichtig ist. Wir leben in einer Stadt, die als Weltkulturerbe gilt, einer Stadt, die eine hohe Lebensqualität aufweist, die wir uns nicht von einem Tunnel zerstören lassen. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, wie Sie sich sicherlich denken können, ließ auch die Reaktion der UNESCO nicht lange auf sich warten. Und ich darf daraus zitieren. Wir erlauben uns Ihnen mitzuteilen, dass in der Verordnung angeführte Straßenplanungsgebiet in der Zone UNESCO Welterbestätte Altstadt von Salzburg liegt. Das im Vorentwurf dargestellte Tunnel- und Straßenprojekt lässt erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Kultur- und architekturhistorische Bedeutung des Innenstadtbereiches, insbesondere auf das Gebiet Dr. Franz-Reil-Platz und Schallmoser Hauptstraßen erwarten. Darüber hinaus stellt der Sprecher der ECOMOS, Hans-Jörg Kaiser, klar, dass man eine Altstadt nicht für Autos umbauen kann. Klarer kann man es auch nicht mehr formulieren. Liebe ÖVP-Kolleginnen und Kollegen, wollen Sie wirklich unser Weltkulturerbe zerstören? Ich darf nochmals Silvia Wörgetter zitieren. Entscheidend ist, dass ein Tunnel in der geplanten Dimension das Bild der Stadt im Süden ruinieren würde. Ein vierspuriger Kreisverkehr auf dem Dr. Franz-Reil-Platz samt Zubringern und einer neuen ausgebauten Carolinerbrücke, Nondaler Brücke, ist nicht verkraftbar. Das alles zerstört brutal das städtebauliche Ensemble am Eingang der Altstadt auf den Blick auf diese. Es ist uns als SPÖ immer ein wichtiges Anliegen gewesen, in der Stadt Akzente zu setzen, die Stadt fit
für die Zukunft zu machen. Eine Stadtautobahn für den Transitverkehr ist weder heute noch morgen eine zukunftsorientierte Lösung. Die einzige Möglichkeit, den Salzburger Zentralraum auch in Zukunft verkehrstechnisch zu entlasten, liegt in der Attraktivität und im Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Abschließend darf ich nochmals an meinen Kollegen in der ÖVP wenden. Werter Herr Kollege Fuchs, lassen Sie endlich Ihre populistischen Spielchen, indem Sie einen Tunnel Verkehrsentlastung versprechen. Denn, wie heißt es so schön, wer Straßen baut, erntet Verkehr. Danke. Danke, Frau Kollegin Hommeler. Ein Wort ist der Kollege Breuner in Vorbereitung Schmidt. Ja, Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat, geschätzte Damen und Herren, es ist schon interessant, gleich vorweg eine Tatsachenrichtigstellung, Herr Bürgermeister. Die geschätzten Kosten von 100 Millionen beinhalten sehr viele andere Dinge, aber du weißt genauso wie ich und wie der Gemeinderat hier, dass es sich hier um eine Bundesstraßenbegradigung handelt und daher Bundesmittel dazu notwendig sind. Aber liebe Frau Clubvorsitzende Christine, heute ist der Tag des Lächelns. Denke mal, kein Mensch, auch wir nicht, wollen das Weltkulturerbe in Frage stellen. Das steht für uns überhaupt nicht zur Disposition. Wir würden also auf keinen Fall ein Projekt unterstützen, sei es Luxuswohnungen oder sei es ein Tunnel, der das in Frage stellt. Aber es muss schon auch einmal klar gesagt werden, und hier wird immer einiges vermischt. Die vorgelegte Studie und die weitere vorgelegte Studie ist eine Machbarkeitsstudie und kein konkretes Projekt, das zu einer Realisierung ansteht. Wenn es heute eben darum geht, dann geht es heute einfach schlicht und ergreifend darum, diese Trasse als Infrastrukturtrasse für die Zukunft freizuhalten. Sollte es dann in einigen Jahren tatsächlich zu einem konkreten Projekt kommen, muss natürlich auf die Vorgaben von ICOMOS Rücksicht genommen werden und selbstverständlich müssen die Status des Weltkulturerbes davon unberührt bleiben. Aber es geht um ganz was anderes. Wir haben in der Stadt Salzburg ein Verkehrsproblem und wer das wegleugnet, der hat einiges noch nicht mitbekommen. Wir brauchen daher Lösungen und nicht ideologisch, Herr Heibach, nicht ideologisch eingenommene Standpunkte. Und ein Tunnel ist und kann so eine Zukunftsoption sein, die wir nicht leichtfertig verbauen dürfen. Kein zurzeit aktiver Stadtpolitiker und Stadtpolitikerin kann heute ausschließen, dass wir in einigen Jahren nicht diese Möglichkeit dringend brauchen. Daher ist es kurzsichtig für ein paar Wohnungen in der oberen Preisklasse, die sich nur wenige Salzburger leisten werden können, das aufs Spiel zu setzen. Es geht auch nicht nur um den Tunnel allein, es geht auch um die Möglichkeit, eine zentrumsnahe Bus- und Pkw-Garage einmal errichten zu können. Heute und jetzt und die nächsten Wochen geht es schlicht und ergreifend nur darum, dass das Land die notwendigen Flächen für eine Bundesstraßenbegradigung freihält, um zu einem späteren Zeitpunkt diese Lösung realisieren zu können. Und liebe Frau Clubvorsitzende, wenn du den Artikel des Salzburger Nachrichten am letzten Samstag ansprichst, dann solltest du auch ihn vollständig zitieren, denn da steht auch eines drinnen. Die Option eines Tages, eine Verbindung zu schaffen zwischen dem äußeren Stein und Salmos, eine Verbindung, die groß genug ist, um den Salzburgern zu dienen, aber klein genug, damit es nicht zu einer Massenstrecke wird, diese Option muss freigehalten werden für die nächsten Generationen. Das aktuelle Thema lautet heute Verordnung der Salzburger Landesregierung betreffend Kapuzinerbergtunnel. Geschätzter Herr Bürgermeister, geschätzte SPÖ-Fraktion, im Herbst 2003 haben wir, also ÖVP und SPÖ, den Grundsatzamtsbericht beschlossen, dass der Citytunnel mit Busgarage ein sinnvolles Projekt ist und entsprechend weiterverfolgt werden soll. Im Jänner 2004, mitten in der heißen Wahlkampfphase, haben wir eine öffentliche Diskussion gehabt, der Bürgermeister und ich als Befürworter, der Kollege Padoc und die heute nicht anwesende Kollegin Tatzel als Gegner. Im Oktober 2007 wurde von dir, Herr Bürgermeister, noch einmal die Sozialpartner gebeten, die Machbarkeitsstudie zu vertiefen.
Mit dieser Vorgeschichte stelle ich jetzt drei Fragen an den Herrn Bürgermeister und an die SPÖ-Fraktion. Steht ihr noch zu den Beschlüssen aus dem Jahre 2003? Ja oder nein? War euer Bekenntnis 2004 nur ein Wahlkampfgeplänkel, um der Bürgerliste im Wahlkampf ein entsprechendes Thema zu geben? Und ist mit der SPÖ überhaupt noch eine Trassenfreihaltung zu machen, zumindest für einen Tunnel in abgeschwächter Form, oder ist auch das nicht mehr möglich? Bitte um knappe Antworten. Bevor ich in der Rednerliste fortfahre, ich habe schon eine Tatsachenrichtigstellung angekündigt. Tatsachenrichtigstellung, die Bundesstraßen wurden im Jahre 2002 an die Länder übertragen. Zunächst einmal mit einem jährlichen Volumen von 50 Millionen Euro für alle. Das wurde dann im Finanzausgleich 2006 abgeändert. Es wurden parallel zu dieser... Darf ich nochmal anfangen? Also, die Bundesstraßen wurden 2002 von der damaligen Bundesregierung an die Länder übertragen. Zunächst mit einem jährlichen Volumen von 50 Millionen Euro, das wurde dann im Finanzausgleich wieder abgeändert. Es wurden parallel zu dieser Übertragung keine gesetzlichen Vorkehrungen getroffen, wer nun außer den Ländern für die Finanzierung dieser Bundesstraßen zuständig ist. Das ist ja Gegenstand einer aktuellen Debatte mit dem Land, die schon begonnen hat. Das heißt, das Land Salzburg ist zu 100% für die Finanzierung von Bundesstraßen zuständig. Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Bundesstraßenprojekt, für das eben das Land zu 100% die Kosten übernehmen müsste. Das Land ist bekanntlich derzeit nicht in der Lage, so an sich unumstrittene Dinge wie eine Umfahrung in Saalfelden zu finanzieren, geschweige denn für die in Summe 100 Millionen Garage, Tunnel, Brücke notwendigen Millionen aufzukommen. Und zu deinen Fragen ist zu sagen, jawohl, die Busgarage war wirklich ein Motiv für uns. Das war ein Motiv für uns, wo man gesagt hat, das schauen wir uns ernsthaft an. Die Busgarage könnte, um eine zweite Frage noch zu beantworten, bei der vorgesehenen Freihaltung von 20 Metern Durchmesser noch durchaus weiter diskutiert werden. Aber innerhalb dieser Arbeitsgruppe der Sozialpartner, und der Kollege Fuchs sitzt da und war ja selber dabei, immer gesagt, bitte sorgt euch um zwei Dinge zuvörderst. Sind die Grundeigentümer überhaupt bereit, einem derartigen Projekt zuzustimmen? Ich habe euch in Erinnerung zu rufen, dass die Südgarage im Nonntal daran gescheitert ist, dass die darüber befindlichen Grundeigentümer, in dem Fall das Stift Nonntal, nach Interventionen des ÖVP-Wirtschaftsbundes im Nonntal ihre ursprünglich gegebene Zustimmung wieder zurückgezogen haben. Damit war diese Südgarage erledigt und nicht mehr möglich zu bauen. Wenn die Grundeigentümer in Schalmoos, und das haben sie schon gesagt, und im Besonderen auch in der Arnbergstraße Nein sagen, ist das ganze Thema obsolet. Die wurden nicht einmal gefragt. Und die zweite Bitte, die ich geäußert habe, kümmert euch um die Finanzierung. Weil es ist ein schön teures Projekt, ich habe die Gesamtkosten erwähnt. Auch dieser Frage wurde nicht vertiefend nachgegangen, denn die Antwort auf diese Frage lautet schlicht und ergreifend, in den nächsten 20, 30 Jahren wird das Land dafür das Geld nicht haben. Punkt. Ausrufungszeichen. Und da wollen wir uns jetzt mit einer Fiktion weiter beschäftigen. Noch jahrzehntelang diesen Gemeinderat und unsere Nachfolger damit beschäftigen, dass da vielleicht irgendwann irgendwer diese unglaublichen Summen leisten wird, das findet schlicht und ergreifend nicht statt. Und deswegen sagt eine breite Mehrheit von 29 von 40 Gemeinderäten hier, Schluss der Debatte, Schluss mit dieser Fiktion, Schluss mit diesem Wahnsinnsprojekt, das jetzt schon den Status des Weltkulturerbes gefährdet, weil wie schnell das gehen kann, seht ihr am Beispiel des Weltkulturerbes Wiener Ball. Ja, ein Ball der schlagenden Burschenschaft, ich möchte jetzt gar nicht die ganzen Begleiterscheinungen hier diskutieren, reicht aus und der Titel ist weg. In Dresden wurde eine Brücke weit außerhalb des Stadtzentrums projektiert und das Weltkulturerbe war weg. Und hier wird es mitten im Weltkulturerbe geplant. Also bitte Vernunft annehmen,
Realitätssinn einschalten und dann können wir vielleicht in Zukunft irgendwann einmal noch dieses Thema Busgarage angehen. Ich habe weitere Wortmeldungen. Tatsachenrichtigstellung des Kollegen Breuner, bitte. Herr Bürgermeister, keine Tatsachenrichtigstellung, sondern eine Wortmeldung, aber das macht nichts. Wem das Herz voll ist. Eben, ist alles gut so. Nur zwei Sachen muss man schon richtig stellen. Da hat es jetzt so elegant unter den Tisch fallen lassen. Die 50 Millionen, die der Bund dem Land ehrlich gibt für die Bundesstraßen, gibt weiterhin. Und das Zweite ist, was einfach nicht stimmt, aber mit dem kommst du immer wieder, dass bei der Beauftragung der Sozialpartner von dir der Wunsch geäußert wurde, mit den Grundstücksbesitzern zu reden. Aber das wurde von den Sozialpartnern von Anfang an abgelehnt, weil sie es gar nicht können. Es ist ja auch nicht ihre Aufgabe. Derjenige, der nachher den Tunnel errichten wird, der hat die Aufgabe, mit den Grundstücksbesitzern zu reden, aber nicht diejenigen, die eine Studie machen. Das nur dazu. Also deswegen haben wir 300.000 Euro ausgegeben. Ich habe eine Wortmeldung Schmidt und dann Schöppel. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat, geschätzte Gäste. Es wurden jetzt im Vorfeld einige Fragen an den Herrn Vizebürgermeister Breuner bereits beantwortet. Deswegen werde ich mir meine Einleitung sparen und gleich zu den Erläuterungen zu der bevorstehenden Verordnung kommen. In diesen heißt es nämlich unter Punkt 1 Absatz 2, eine solche Verordnung darf nur dann erlassen werden, wenn nach dem Stand der Planungs- und Bauvorbereitungsarbeiten die Bestimmungen des Straßenverlaufes in absehbarer Zeit zu erwarten ist und zu befürchten ist, dass durch die bauliche Veränderung in diesem Gelände der geplante Straßenbau erheblich erschwert oder wesentlich verteuert wird. Meine Frage, kann in absehbarer Zeit ein solcher Straßenverlauf erwartet werden? Meine Antwort, nein. Es hat bis jetzt keine Gespräche bezüglich Grundabtretungen sowohl vor dem möglichen Nord- wie vor dem möglichen Südportal gegeben. Und soweit mir bekannt ist, wird es diese Abtretungen auch nicht geben. Werden hier Enteignungsverfahren angestrebt, die es bis jetzt in der Zweiten Republik noch nicht gegeben hat? Man setzt mit diesem Tunnelprojekt nicht nur den Status Weltkulturerbe aufs Spiel, sondern man akzeptiert auch das Eigentumsrecht nicht mehr. Und genau das versuchen Personen durchzudrücken, deren Partei für die Verteidigung von Eigentum steht. Gleichzeitig drängt sich mir der Verdacht auf, dass hier wirklich mit Tunnelblick gearbeitet wird. Im Norden beschränkt sich das Untersuchungsgebiet in der Machbarkeitsstudie auf die Vogelweiderstraße bis zur Kreuzung Sternigstraße. Die Tatsache, dass die Vogelweiderstraße um vieles länger als bis zur Sternigstraße ist, wird nicht zur Kenntnis genommen. Wir alle wissen, auch der Landesstraßenplanung ist dies bekannt, dass die Vogelweiderstraße eine sehr lange Straße ist. Die Stauzone in der Vogelweiderstraße beginnt stadtauswärts an der Kreuzung. Herr Dr. Fuchs, vielleicht schauen Sie mal zu, weil Sie waren ja der Leiter der Arbeitsgruppe. So, wollten Sie die Rede für mich exklusiv? Nein, nicht für Sie exklusiv, aber ich glaube, das ist nötiger Respekt, weil ich höre Ihnen eigentlich auch immer zu. Die Stauzone in der Vogelweiderstraße beginnt stadtauswärts an der Kreuzung Sternigstraße bis zur Autobahnauffahrt Nord. Stadteinwärts haben wir die gleiche Staulinie, nur in umgekehrter Richtung. Hierzu kommen noch zum täglichen Berufs- und Pendlerverkehr im Jahr 86.000 Lkw mit steigenden Latenz, die den Terminal Rollert-Mieglerstraße frequentieren. Dieser Verkehr ist ein reiner Transitverkehr, da der Ziel- und Quellverkehr in Deutschland stattfindet. Ja, das spielt alles mit, weil die fahren nämlich dann auch durch den Tunnel, die zusätzlichen Mautflüchtlinge, die es jetzt schon gibt auf dieser Trasse. Die Wahrheit tut weh, was? Bitte gebt Ruhe.
Nun bin ich bei der Verkehrsmenge. Dazu wurde mir mitgeteilt, und dies müssten einige Personen in diesem Raum wissen, dass bei der Verkehrssimulation Kapuzinerbergtunnel mit der derzeitigen vorhandenen Verkehrsmenge und der zu erwartenden Zunahme bis 2020 die Software abgestürzt ist. Hier könnte man einen Softwarefehler vermuten, doch wieder erwarten, bei der Reduktion der derzeitigen Verkehrsmenge und der prognostizierten Menge bis 2020 funktionierte die Software wieder. Was sagt uns das? Dass die Menge einfach zu viel ist. Dieser Umstand ist, muss auch Landesrat Eisel bekannt sein. Wenn nicht, sollte man hier Ehrlichkeit statt Durchsetzungsvermögen und Profilierungssucht an den Tag legen. Und zuletzt möchte ich zu bedenken geben, dass das Land Salzburg durch die Stadt seitens des Tourismus profitiert und man hier einen lebensnotwendigen Wirtschaftszweig nachhaltig schädigen würde. Geht es der Wirtschaft gut, geht es uns allen gut. Dieses Slogan gilt hier wohl nicht mehr. Und das Zitat, passt mir auf mein Salzburg auf, ist wohl auch bei der ÖVP in Vergessenheit geraten. So, nächste Wortmeldung, Kollege Schöppel, bitteschön. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, Hoher Gemeinderat, es ist ja ein seltener Fall, dass eine Verordnung der Landesregierung, über die wir hier sprechen, zum Thema des Gemeinderates wird. Und wenn wir uns diese Verordnung etwas genauer anschauen, dann stellen wir fest, es ist eine Verordnung nach dem Bundesstraßengesetz. Eine Verordnung nach dem Bundesstraßengesetz, mit der uns die ÖVP hier erinnern weiß machen will, dass wir eine Fläche frei halten sollten für Generationen. Ich würde vielleicht Ihnen jetzt empfehlen, einmal einen Blick in das Bundesstraßengesetz zu werfen, weil der Paragraph 14, und um den geht es hier, heißt es erinnern, im Bundesstraßenplanungsgebiet dürfen Neuzu- und Umbauten nicht vorgenommen und Anlagen jeder Art wieder errichtet oder geändert werden. Allerdings empfehle ich Ihnen einmal auch einen Blick auf den Absatz 5 zu werfen, in dem drinnen steht, die mit der Erklärung zum Bundesstraßengebiet verbundenen Rechtsfolgen sind auf höchstens 5 Jahre beschränkt. Nach dem Willen des Gesetzgebers könnte diese Verordnung ja nur 5 Jahre halten. Und damit ist es wohl ein Sand in die Augen streuen und eigentlich nur heiße Luft, wenn man hier von mehreren Generationen spricht. Allerdings ist es natürlich so, dass innerhalb dieser 5 Jahre dann ein konkretes Projekt auch umzusetzen ist. Aufgrund dieser Verordnung ist dann ein Bescheid zu erlassen. Und das findet sich wieder in Paragraph 4 des Bundesstraßengesetzes. Also Sie haben 5 Jahre Zeit, hier Bescheide zu erlassen. Allerdings diese Bescheide dann, ich zitiere wieder den letzten Satz des Paragraph 14 Absatz 1 des Bundesstraßengesetzes, in dem steht, dieser Bescheid hat dingliche Wirkung und tritt außer Kraft, wenn ich binnen 10 Jahren ab Rechtskraft hat. Wenn es die ÖVP sich hier erinnern darstellt und uns erklärt, es geht darum, für Generationen irgendetwas offen zu halten, dann muss man sagen, heißt die Luft. Nach den Bestimmungen des Bundesstraßengesetzes sind es insgesamt bei Ausnutzung mit List und Tücke aller Fristen 15 Jahre. Und innerhalb von 5 Jahren müssen Bescheide da sein für ein konkretes Projekt. Dann sagen Sie doch, Sie wollen das Projekt jetzt umsetzen, weil mit der Machbarkeitsstudie ist eine Projektumsetzung völlig undenkbar. Dann sagen die Leute, Sie wollen jetzt die Baumaschine mit allen Konsequenzen auffahren lassen, aber setzen Sie nicht hier Ziele und Signale, die mit den Bestimmungen des Bundesstraßengesetzes bei bestem Willen nicht in Einklang zu bringen sind.
Jetzt wissen wir jetzt einmal, was eigentlich wirklich die ÖVP vorhat. Aber die Frage ist jetzt, das steht natürlich im Chat, aber die Frage ist, wofür für ein Tunnelprojekt, das eigentlich mit dieser Machbarkeitsstudie, zumindest dieses Projekt, endgültig versenkt ist. Das haben wir auch hier erinnern schon ausführlichst erörtert und die überwiegende und klare Mehrheit in diesem Gemeinderat hat das ja schon längst abgelehnt. Aber zwei Anmerkungen noch dazu. Die Bebauung, wie sie sich heute jetzt das Projekt darstellt, hier ist sicherlich noch um einiges abzuspecken. Aber das hat mit dem Tunnelprojekt eigentlich nichts zu tun. Und da, dass es vielleicht noch eine Variante offen lässt, vielleicht doch noch im Berg irgendwann einmal die Busse unterzubringen, diese Tür sollte für alle Zukunft nicht zugeschlagen sein. Aber diese Achse quer durch die Stadt mit einem Kreisverkehr im Berg, mit einem monströsen Ausbau der Straßenflächen, wie Sie es ja hier wunderbar auch auf der Tafel hinter uns sehen, dieses Projekt ist am Ende. Und für dieses Projekt können derartige Verordnungen, wo binnen 5 Jahren dann da wirklich dann auch Nägel mit Köpfe gemacht werden müssen, schauen Sie mal ins Bundesstraßengesetz. Das ist ja wohl nicht der Sinn, den irgendjemand wollen kann, der irgendwo ein Interesse an unserer Stadt und insbesondere unserer Altstadt hat. Jetzt stellen wir uns doch die nächste Frage, wer eigentlich dieses Monstrum da hinter uns will? Wer? Es ist die Wirtschaftskammer und die ÖVP, die hier gemeinsam versuchen, da voranzugehen. Und da erinnere ich schon daran, dass man vielleicht auch seine Interessen ein bisschen auseinanderhalten muss. Ich habe da Zukunft Kapuzinerbergtunnel, ich glaube, das hat ja jeder alles schon gelesen, aber Herr Klubobmann Fuchs ist. Ist schon ein bisschen befremdlich, wenn Sie das Adressat aufscheinen, zur Hand, Herrn Dr. Christoph Fuchs, ich nehme an, das sind Sie, Sie nicken auch, Wirtschaftskammer Salzburg. Ja, sind Sie jetzt hier als Vertreter der Wirtschaftskammer, als Lobbyist oder Vertreter der Bürger dieser Stadt? Aber dieser Filz, diese Verfilzung von Funktionen, sie geht ja noch um einiges weiter. Ich habe da auch heute etwas noch zur Hand bekommen. Das ist eine Facebook-Aktion, Stau in Salzburg, die Originalrezeptur und so weiter. Wir kennen das ja, da macht man sich ja recht stark für dieses Projekt. Schauen wir uns einmal die Namen an, die da draufstehen. Da stehen Magister Peter Harlander und Christian Plaschke, BA, zu lesen. Wenn man es jetzt im Internet ein bisschen kundig macht, Christian Plaschke, zuständig für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit vom Wirtschaftsbund, Pressekontakte, wenn man sich die vom Wirtschaftsbund Österreich weit holt, bekommt man diesen Namen. Ja, das Ihnen bekannt ist, das nehme ich schon an, weil Sie haben ja dieses Netz ja auch organisiert. Nur wenn es die Öffentlichkeit weiß und alle da erinnern, da bin ich mir nicht sicher. Und vielleicht, ja, ich verstehe, dass es Ihnen unangenehm ist. Bei mir ist es ein bisschen unangenehmer, deswegen steigt jetzt ja auch ein bisschen die Aufmerksamkeit gegenüber vorher, das verstehe ich ja. Aber trotzdem müssen Sie sich jetzt anhören. Dann haben wir den zweiten, den Magister Harlander, zitiere jetzt da aus Wikipedia, Funktionär der Wirtschaftskammer Salzburg, vertritt die Interessen der IT-Unternehmer des Bundeslandes Salzburg. Also auch hier handelt es sich ja um eine Einrichtung vom Wirtschaftsbund und von der Wirtschaftskammer, jetzt bei dieser Facebook-Seite, die also hier agitiert wird. Besonders spannend ist ja, dass wenn man von der Seite weitergeht, dann kann man ja als Bürger ein E-Mail losschicken. Natürlich klar, wie Sie den Bürger einschätzen, weil der Text für das E-Mail, das ist natürlich zeigt, welche Personen Sie ansprechen wollen, ist schon vorformuliert. Also nicht, dass jemand sich die Anstrengung hingeben muss, selber einen Text zu schreiben, oder vielleicht kann er es nicht.
Aber interessant ist einmal zwei Dinge, bei denen wir Sie den Bürger versorgen. Die E-Mail-Adresse kapuzinerbergtunnel@salzburg.tv.at ist eindeutig eine des Landes Salzburg. Aha, also auch dort gehen die Verfilzungen hin. Aber spannend ist natürlich auch eines, was Sie den Menschen, die einen Text ja gar nicht mehr selber formulieren sollen, nach Ihrer Ansicht, in den Mund legen. Weil da steht drinnen, nachfolgenden Generationen soll auch weiterhin die Zukunftsperspektive offenstehen. Und das mit den Bestimmungen, und das mit den Bestimmungen des Bundesstraßengesetzes. Sie lassen hier die Leute etwas wegschicken, was hinten und vorne nicht stimmt. 5 Jahre kann diese Verordnung halten und da suggerieren Sie den Menschen etwas, was ihnen das Gesetz ja gar nicht bietet. Jetzt wissen wir also schon, was sie eigentlich wollen. Wir wissen auch mittlerweile, wer dahinter ist. Jetzt stellt sich natürlich auch die Frage des Zieles. Was ist eigentlich das Ziel, hier alle Machtinstrumente aufzustellen, die Wirtschaftskammer, den Lobbyflügel in der Stadt, den wir heute schon gehört haben. Das Land wird eingebunden, es werden Verordnungen erlassen, die zu dem erklärten Ziel ja gar nicht passen kann. Und es führt im Ende ja zu einer Blockade der Stadtpolitik, weil die Zerrissenheit von Rot und Schwarz, die Zerrissenheit unserer Stadtregierung, wenn die heute nicht hier offen und klar dargestellt wurde, ich meine, der hat nicht aufgepasst. Und Sie, die ÖVP blockiert momentan alles. Es sind ja auch Diskutanten hier anwesend beim Thema direkte Demokratie. Auch hier zum Beispiel versucht die ÖVP alles zu blockieren, alles Vernünftige zu erledigen, nur damit in dieser Stadt nicht weiter kann. Ihnen ist ja jedes Mittel recht und mir beschleicht ein bisschen die Sorge, dass Sie über den Inhalt von Gesetzen, über die Vernunft, auch über das, was die Demokratie sagt, nämlich wenn die Mehrheit etwas beschließt, dann sollte man es in der Demokratie auch irgendwann einmal zur Kenntnis zu nehmen. Mir beschleicht der Verdacht, dass Sie schon längst die Zusammenarbeit in der Regierung, in der Stadtregierung beendet haben und sich schon längst in Greiben begeben haben, um einen irgendwann einmal wieder einen Wahlkampf zu führen. Sei es auf Landesregierungsebene, wo die Landesregierung ja längst herumdümpelt und nicht mehr fähig ist, in geschlossener Stimme eine klare Linie vorzugeben. Genauso in der Stadt, wo sie ja heute hier allen Bürgern ja wohl offen und ehrlich klarlegen, dass hier eine Zusammenarbeit nicht mehr möglich ist, sie die Gräben so weit aufgerissen haben, dass diese Stadtregierung ja fast schon die Handlungsunfähigkeit erreicht. Und dies, in solchen Situationen gibt es natürlich dann auch eigenartige Stilblüten der Politik, dass die ÖVP sich jetzt herstellt und Häuser enteignen will, etwas überraschend. Auf der anderen Seite sich die SPÖ als der Schutz des Eigentümers und der Schutz des Privateigentums darstellt. Also es kann schon einige Blüten auch treiben, was sich so manches hier abspielt. Nur auf eines sollten Sie aufpassen, wenn Sie mit dem Argument kommen, Sie wollen sich um nächste Generationen kümmern, Sie wollen sich um die Zukunft dieser Stadt kümmern. Wenn Sie schon für die nächste Generation und die übernächste denken, dann sollten Sie an die Bewahrung des Weltkulturerbes denken. Die Bewahrung des Weltkulturerbes, und die Route steht ja schon längst im Fenster. Die Bewahrung des Weltkulturerbes, das ist die Aufgabe, der Sie sich für die nächsten Generationen stellen sollten. Und das ist die Aufgabe, die Sie auch für die nächsten Generationen wahrnehmen sollten. Der Streit zwischen Rot und Schwarz, die Handlungsunfähigkeit der Stadtregierung, es ist ja längst evident geworden. Die Menschen in dieser Stadt haben dafür kein Verständnis. Machen Sie ruhig weiter mit Ihrer rot-schwarzen Streiterei, Balgerei und bringen Sie auch sonst nichts mehr weiter. Aber denken Sie an eines. Wenn sich zwei streiten, dann freut sich ein Dritter. Und deshalb freuen sich die Freiheitlichen schon jetzt auf den nächsten Wahlgang.
Gut, Kollege Schöppel, ich stelle in Abrede, dass wir die Bundesregierung sind, aber eine Schnurre kann ich bestätigen, die Sie angeführt haben. Es gibt dieses Link auf dieser Homepage www.kapuzinerberg-salzburg-gv.at und ich habe auf dieses Link dann eine Grußadresse gestellt, sinngemäß allerliebste Landesregierung. Es kommt mir schon etwas seltsam vor, dass Sie oder Ihr Lieben hier Werbung macht für ein Projekt, das von der Mehrheit des Gemeinderates abgelehnt wird. Und ich habe prompt eine Antwort bekommen vom zuständigen Abteilungsleiter des Landes. Na, 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 so war das nicht gemeint. So, Kollege Badutsch ist der Nächste. Meine Damen und Herren, entschuldigen Sie bitte meine Stimme. Ich bin etwas verschnupft, weniger wegen den Dingen, die so auf der heute schon mehrfach angesprochenen Facebook-Seite zu lesen sind. Da könnte man durchaus auch verschnupft sein, sondern weil es tatsächlich ein bisschen kalt worden ist. Was ich Sie fragen wollte ist, können Sie sich vorstellen, dass wir in der Stadt Salzburg die Alpenstraße respektive Hellbrunner Straße von derzeit zweispurig auf einspurig zurücknehmen? Können Sie sich vorstellen, dass wir zusätzlich dem ÖV dort signaltechnisch zu Lasten dieser dann einen IV-Spur mehr Grünzeit oder eine vorzeitige Grünzeit geben? Können Sie sich vorstellen, dass der Rudolfskee durchgängig einspurig wird und dass der Bus trotzdem über die Renzner Kurve und beide Kreuzungen am Fahrzeugpulk vorbeigeschleust wird bis zur Haltestelle Karolingenbrücke? Können Sie sich vorstellen, dass die Grünzeiten am Staatsbrückenkopf um 35% für die Fußgänger zulasten des Fließverkehrs erhöht werden? Können Sie sich vorstellen, dass wir den Großteil aller Busbuchten, die es derzeit rund um den Berg gibt, zurückbauen und überall Fahrbahnhaltestellen anlegen? Können Sie sich vorstellen, dass wir an mehreren Knotenpunkten, insbesondere der Sternigstraße, die Rotzeiten für den Fließverkehr in einem Ausmaß erhöhen, das mit Sicherheit zu mehr als Staus führt? Die Simulation hat im Übrigen nur deshalb funktionieren können, weil man diese Mengen rausrechnen musste. Sage ich nur dazu. Können Sie sich vorstellen, dass wir in mehreren Bereichen der Stadt Salzburg flächig Fahrverbote in vielen, vielen, vielen Straßen erlassen? Und können Sie sich vorstellen, bei der derzeit laufenden Debatte, dass es dafür eine Mehrheit im Gemeinderat gibt, geschweige denn, dass die ÖVP diese Maßnahmen tatsächlich umsetzen wird? Die sind aber alle notwendig, damit man die enorme Verkehrsmenge, die durch den Tunnel entsteht, überhaupt durchbringt. Also was wird passieren, wenn die ÖVP sich mit ihrer unglaublich visionären Art, das muss man ja wirklich sagen, so ein Tunnel ist ja etwas ganz Neues, das hat man ja praktisch bisher überhaupt nicht gekannt und das ist natürlich an Kreativität und an Vision kaum zu überbieten, dass man einen Tunnel durch einen Berg grabt, um dort Autos durchzuführen. Aber die ÖVP setzt sich mit dieser Vision durch und dann schwöre ich Ihnen, dass nicht eine einzige dieser Maßnahmen umgesetzt wird. Und dann haben Sie den Zusammenbruch in der Stadt Salzburg, wie er von allen, die sich mit dem Tunnel näher beschäftigt haben, prognostiziert ist. Das ist das Erste, das ich sagen will. Das Zweite ist, dass es wohl ein einmaliger Vorgang ist, wenn man es also vergleicht beispielsweise mit den Umforderungen bei diversen Landgemeinden, was ja auch schon sinnigerweise in manchen Foren so gesehen wird. Ja. Es gab bisher keine einzige Maßnahme dieser Art, die gegen den Willen einer Standortgemeinde vom Land umgesetzt wurde. Nicht eine. Wieso ist es dann erklärbar, dass in der Stadt Salzburg das anders sein soll? Der Gemeinderat ist der Meinung, das Ding kehrt weg. Und die Landesregierung macht das erste Mal das Gegenteil.
gegen den Willen der Standortgemeinde. Gab es bisher noch nicht und insofern gehe ich davon aus, dass diese Verordnung keine Mehrheit kriegen wird. Was die Rechtsbasis für die Verordnung betrifft, bin ich der Meinung, dass man sich die ein bisschen genauer anschauen sollte. Weil ob die noch rechtskonform oder verfassungskonform ist, wage ich zumindest zu bezweifeln. Vor 10 Jahren hat der Landtag beschlossen, diese sogenannten Übergangsbestimmungen, und da heißt es wörtlich für einen kurzen Zeitraum. Für einen kurzen Übergangszeitraum gelten die Bestimmungen des alten Bundesstraßengesetzes 71 weiter. Für einen kurzen Übergangszeitraum. Das Bundesstraßengesetz 71 ist 30 Jahre alt gewesen zu dem Zeitpunkt und der Übergangszeitraum, der kurze Übergangszeitraum ist mittlerweile 10 Jahre. Und da sind Bestimmungen drinnen, gerade was das Eigentumsrecht angeht, die man heutzutage vermutlich in kein Gesetz mehr durchbringt. Aber das nur am Rande erwähnt. Zwischenzeitlich sind mehrere Paragraphen, mehrere Gesetze, die im Zusammenhang mit dieser Übertragung stehen, außer Kraft getreten. Es kennt sich im Prinzip kaum mehr einer aus. Noch so engagierte Juristen haben Schwierigkeiten damit, sich bei dem, was auf der Basis rechtlich geschehen ist oder auch nicht, noch auszukennen. Also ich wage auch zu bezweifeln, dass die Rechtsbasis dafür tatsächlich nicht mehr gegeben ist. Aber jetzt zurück zur Vision des Tunnels, vielleicht auch zu der Anmerkung vom Kollegen Breuner, was sozusagen die kleine Variante betrifft, wie Wölgert sie formuliert hat. Natürlich ist es möglich, über den Platz, der frei bleibt, einen zweispurigen Tunnel anzubinden als Zufuhr zu einer Busgarage beispielsweise. Das ist natürlich möglich. Aber genauso wie wir uns heute fragen müssen, ob das eine zukunftsträchtige Option ist, werden sich die Nachfolger von uns fragen müssen, was denn für die Lebensqualität einer Stadt wichtiger ist. Beispielsweise ein neu gestalteter, schöner Platz zwischen der neuen Bebauung Rerl Platz und dem Unfallkrankenhaus mit einer entsprechenden Aufenthaltsqualität oder eine Tunnelzufahrt. Wenn es nach mir geht, bin ich für einen Platz und nicht für die Tunnelzufahrt. Selbst für die Busgarage. Wäre mir das andere im Sinne der Lebensqualität der Stadt Salzburg wesentlich wichtiger und würde mir auch als wesentlich wichtiger entscheiden. Und was die Enteignungsgeschichte betrifft, da braucht es euch nicht wirklich so aufregen. In der Machbarkeitsstudie steht das drinnen. Und es gibt bekanntlich das sogenannte Kellereigentum. Also die Häuser, von denen wir hier reden, stehen über dem Tunnel. Ich brauche den Grund, wenn ich den Tunnel bauen will. Und damit kann ich nur mehr mit Enteignung vorgehen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Hauseigentümer dieser drei Häuser freiwillig diese Häuser verkaufen, abgesehen davon, dass ich bezweifle, und da brauchen wir jetzt nicht über die Neubebauung reden und ob die welterbekonform ist oder nicht. Aber dass man drei historisch wertvolle Häuser abreißen, die nach dem Altstadterhaltungsgesetz unter massivem Schutz stehen, ich bin mir sogar relativ sicher, dass das eine oder andere auch unter Denkmalschutz steht, ja? Das kann ich mir schwer vorstellen. Und das ist aber etwas, was alle in Kauf nehmen. Weil wofür hat es sonst die Trasse frei? Und es ist völlig unabhängig davon, wie leistungsfähig der Tunnel angebunden wird, sondern es liegt einfach nur daran, dass zwischen dem Tunnel und der Ebene, wo die Häuser stehen, zu wenig Fleisch bleibt. Und damit sind die Häuser gefährdet und werden nicht zu halten sein, wie es sozusagen in dieser Untersuchung auch heißt. Aber gehen wir vielleicht zum Grundsatz zurück und unterhalten wir uns nicht über Tunnel zweispurig, vierspurig oder einspurig. Es geht doch auch darum, dass wir gerade in der heutigen Zeit, und ich brauche Ihnen ja nicht erzählen, dass wir Luftsanierungsgebiet sind, gerade in diesem Bereich, ich brauche Ihnen auch nicht erzählen, dass wir 20.000 Bewohner an lärmintensiven Straßenleben haben, ich brauche Ihnen auch nicht erzählen, dass es so etwas wie eine Klimadiskussion gibt, die existenziell für die ganze Welt ist, aber wurscht. Ja, und ich brauche Ihnen auch nicht erzählen, dass uns der Platz schlicht und einfach für den Verkehr ausgeht. Und dann frage ich Sie, ob wir in der Situation allen Ernstes über ein enorm teures Tunnelprojekt diskutieren, das im Wesentlichen zum Ziel hat, den Verkehr auf dieser Nord-Süd-Achse schneller in oder durch die Stadt zu bringen. Es geht doch nicht darum, denn ohne dies bereits überbordenden Verkehr auch noch besser und schneller durch die Stadt zu bringen. Es geht doch darum, sich endlich auf einer sachlichen Basis
darauf zu einigen, wie wir, wie es der Kollege Breuner formuliert hat, wie wir das Verkehrsproblem der Stadt lösen wollen. Und das geht nicht mit uralten Rezepten, die jetzt plötzlich als neue Vision verkauft werden. Straßentunnel sind keine neue Vision, sondern sind uralte Konzepte aus der Steinzeit der Verkehrspolitik, wenn ich das einmal so sagen darf. Ja. Sondern wir müssen uns doch endlich dazu bekennen, dass wir mehr als Autofahrer sind. Wenn ich im Auto im Stau stehe, ärgert er mich auch. Und ich verstehe jeden, dem zugeht. Nur als Entscheidungsträger haben wir ein bisschen mehr Verantwortung. Und als Entscheidungsträger müssen wir uns schon die Fakten auch ein wenig anschauen und das, was für die Zukunft der Stadt Salzburg tatsächlich notwendig ist. Und wenn das im Moment unpopulär erscheint, dann ist das so. Und dann sind wir trotzdem im Sinne unseres Amtseides, den wir heute hier gehört haben, nach bestem Wissen und Gewissen verpflichtet, entsprechend zu handeln. Und dazu möchte ich Sie einmal aufrufen. Und den Tunnelgegnern Ideologie zu unterstellen und selber ausschließlich auf einer ideologischen Basis, die zwar aus der Steinzeit kommt, aber wurscht, das ganze Thema zu behandeln, finde ich vom Vorgang her schon ein bisschen mehr als frech. Danke, Kollege Fuchs ist am Wort. Ja, zunächst darf ich nur mal die Proponenten der Facebook-Gruppe Stau in Salzburg begrüßen. 7000 Mitglieder sind eine große Menge, aber naja, mittlerweile sind es 7000, 7005, gefällt mir. Vielleicht kann der Herr Dr. Schöppel recherchieren, ob jedes dieser Mitglieder ein ÖVP-Mitglied ist. Vielleicht schafft er das. Ebenfalls eine breite Unterstützung. Ich begrüße auch übers Internet die 80 Facebook-Mitglieder der Facebook-Gruppe vom Herrn Stadtrat Bartutsch. Auch die 80 herzlich willkommen. Hoher Gemeinderat. Hoher Gemeinderat, es ist genauso gekommen, wie es in dieser Stadt kommen musste. Denn statt ein Zukunftsprojekt seriös und unaufgeregt zu prüfen, werden alle und enorme Kräfte mobilisiert, um dieses Projekt so schnell wie möglich zu versenken. Das ist ja fast schon ein Naturgesetz in dieser Stadt. Und man sieht, wenn man in die Gesichter der Tunnelgegner, und ich schaue jetzt gerade die Inge Haller an, wenn man in das Gesicht der Tunnelgegner schaut, dann ist es ein breites Grinsen, weil sie überzeugt sind, ja, mit dem Match Weltkulturerbe gegen Tunnel ist man dem Ziel, das Projekt zu Grabe getragen zu haben, endgültig einen Schritt weitergekommen. Naja, Herr Heilbach. Sitzung ist unterbrochen. Herr Heilbach, ja, ihr verlasst sofort die Bühne. Nein, keine Wortmeldung. Obwohl ich den Herrn Heilbach finde ich ja sehr sympathisch. Nur er ist so klar neben mir und das kommt auch optisch nicht gut. Ja, Kollege Fuchs, die Sitzung ist noch immer unterbrochen. Ich warte, bis die Ruhe wiederhergestellt ist. Danke, Herr Bürgermeister. Es geht nicht darum, den Tunnel heute oder morgen zu bauen. Und es geht schon gar nicht darum, ein Vorprojekt 1:1 umzusetzen. Natürlich muss es adaptiert werden. Und es geht ja schon gar nicht darum, das Weltkulturerbe zu gefährden oder über Bord zu werfen, sondern es geht darum, um eine Zukunftsperspektive offen zu lassen. Um das geht es. Wir alle wissen nicht, wie die Mobilität in 15, 20 Jahren ausschauen wird. Und wir wissen nicht, welche Auswirkungen die enorme Nachverdichtung im innerstädtischen Bereich, ich denke an Schalmoos, auf die Verkehrsinfrastruktur haben wird. Und wir wissen nicht, ob vielleicht doch einmal eine oberirdische Stadtregionalbahn kommt, die den Tunnel voraussetzt. Das sind alles offene Fragen. Aber über diese Fragen will hier eine politische Mehrheit nicht nachdenken. Sie will nicht darüber diskutieren. Sie will nicht die Trasse für künftige Generationen freihalten, den zukünftigen Generationen die Freiheit zu lassen, zu sagen, ob sie dieses Projekt haben wollen oder nicht. Das ist ein grobes Misstrauen gegenüber den nachfolgenden Generationen, das Sie hier an den Tag legen. Und ich sehe es ja schon als einen Anschlag auf die Zukunft, wenn man so kurzsichtig denkt und handelt und eine wesentliche Option
für unsere Nachkommen Ihnen nehmen. Und ich möchte jetzt schon nur mal ganz klar die Tunnelgegner fragen. Wie sehen eure Konzepte aus? Wie schauen hier die Verkehrslösungen aus? Wieder hier eine Schikane, eine neue Schikane gegen die Autofahrer. Ist das ein Verkehrskonzept? Sind das nachhaltige Lösungen? Der Großteil der Bevölkerung hat die Verkehrspolitik der letzten 20 Jahre satt. Dieses Flickwerk, da ein paar Meter Busspur, dort ein weiterer Boller, so wird man letztendlich langfristig die Verkehrsprobleme in dieser Stadt nicht lösen können. Davon bin ich überzeugt. Und der Herr Stadtrat hat ja richtigerweise das Verkehrsmanagementkonzept aus der Studie zitiert. Ja, es sind begleitende Maßnahmen zu treffen, etwa in der Alpenstraße, das reduziert wird von 2 auf eine Fahrspur mit einer verlängerten Grünphase, aber das sind alles Maßnahmen, um letztlich die spürbaren Entlastungen im Barsch, im sensiblen Altstadtbereich UNESCO, nämlich im UNESCO-Weltkulturerbe, zu erzielen. -40% Rudolfskirche und Imbergstraße. Das ist kein Poppenstuhl. Und das, genau dieses Verkehrsmanagement, das Sie kritisieren, weil es im Zusammenhang mit dem Tunnel gebracht wird, wollen Sie am liebsten ohne Tunnel praktizieren und umsetzen, genau. Wie mit der Einspurigkeit am Rudowski. Dass das nicht funktioniert, das weiß, glaube ich, jeder Bürger in dieser Stadt. Und selbstverständlich müsste ein Tunnel im Einklang mit dem Weltkulturerbe umgesetzt werden. Aber ICOMOS hat kein Projekt geprüft, weil es kein Detailprojekt gibt. Das ist das Faktum. Es gibt kein Detailprojekt. Aber so wie es der Herr Stadtrat macht, dass eine Vorstudie zu einer Detailplanung konstruiert, da gehört schon noch einiges dazu. Das muss man einmal sagen. Denn ICOMOS hat sich vor allem auf diese scheußlichen Bauklötze beim Realplatz eingeschossen. Ja, die haben sie ins Visier genommen. Was war im Salzburger Fenster gleich im Oktober? Sie haben sich zum Wort gemeldet. Natürlich versuchen sie jetzt das Projekt abzuspecken, aber Bauklötze bleiben Bauklötze. Es ist so. Und das ist aus meiner Sicht ein klassisches Ablenkungsmanöver, weil sie ordentlich Kritik von ICOMOS einstecken mussten, versuchen sie jetzt natürlich das Ganze in Richtung Tunnel umzulenken. Und wie es der Herr Stadtrat mit dem Weltkulturerbe sieht, das sehen wir ja eh mit der Bewilligung und mit der Förderung des Heizkraftwerks Mitte, ja, in der Pufferzone zur Altstadt. Ist das vielleicht auch ein Glücksgriff für Sie gewesen, die Verschandelung der Altstadt? Möglicherweise. Nämlich, wenn dem Herrn Stadtrat ein Projekt gefällt, ja, dann druckt das durch. Wenn es ihm ideologisch nicht in den Kram passt, dann sabotiert er es und dann strapaziert er auch das Weltkulturerbe. Und das ist eine doppelbödige Strategie, die ich so sicher nicht im Raum stehen lassen möchte. Und ganz spannend ist natürlich, was der Herr Dr. Schöppel gesagt hat. Nämlich, weil der Herr Dr. Schöppel macht sich Sorgen um das Weltkulturerbe beim Realplatz, wegen diesen Bauklötzen. Und der Kollege Plage hat im Planungsausschuss genau diese Bebauungsgrundlagen mitbeschlossen, nämlich ohne Bebauungsdichten, ohne Bauhöhen. Sie haben also einen Blankoscheck dem Herrn Stadtrat gegeben, er darf einmal drauf losplanen. Fragen Sie bitte den Herrn Plagi. Ihr habt die städtebaulichen Rahmenbedingungen abgesegnet. Und Sie reden, dass die Altstadt verschandelt wird. Weg mit den Krempelschreins dauernd. Weg mit den Krempel. Die Verschandelung der Altstadt. Und Sie übernehmen den Ehrenschutz für diese scheußlichen Bauklötze. Gratulation, sage ich nur. Und was Sie mit Ihren Rechtsausführungen, was Sie da angeführt haben, ist ja auch eins zu sagen. Es ist natürlich dann mit einem Sachprogramm Raumplanung und Verkehr, so wie bei vielen anderen Verkehrsinfrastrukturprojekten, die Trasse langfristig freizuhalten. Also wir machen da keine Schmähpartie und sagen, für weitere Generationen soll da die Trasse freigehalten werden. Sie soll wirklich langfristig sichergestellt werden. Und das Sachprogramm gibt es bereits im Entwurf und da ist schon das erste Hörungsverfahren durchgeführt worden.
Ja, jetzt, das Hauptthema ist ja eigentlich auch die Vorgehensweise des Landes. Ich weiß ja, alle reden über den Tunnel. Irgendwie zum Teil ist ja das schon fast Themaverfehlung gewesen. Nämlich, weil es wird so getan, als würde das Land da in einer Nacht- und Nebelaktion aktiv zu werden. Nach dem Motto, dürfen Sie denn das überhaupt? Da einfach eine Trassenfreihaltung zu beschließen. Ja, natürlich dürfen Sie das. Die Landesstraßen sind das Rückgrat der Verkehrsinfrastruktur in dieser Stadt. Und wenn es um die Finanzierung und um die Erhaltung der Landesstraßen geht, dann ist der Bürgermeister der Erste, der schreit, wir sind unzuständig. Beispiel Ederkreuzung. Wollen wir nicht finanzieren, wir sind unzuständig. Aber wenn es um eine Landesstraßenbegradigung geht, da ist er wieder zuständig. Da sagt er, na, da muss das Land höflich die Stadt fragen, dass wir planen dürfen. Also was? Einmal so, einmal so. Sie richten sich es, wie Sie es gerade argumentativ brauchen. Und man muss auch das sagen, dass der Bundesrechnungshof gerade das Land gerügt hat und aufgefordert hat, Trassen für wichtige Infrastruktureinrichtungen festzulegen. Und das macht auch Sinn, weil große Projekte einfach eine dementsprechende Vorlaufphase haben, über Generationen geplant werden. Und doch soll es nicht von der Laune und den Befindlichkeiten eines Bürgermeisters abhängen, ob so eine Trasse letztlich über Generationen fixiert werden und fixiert bleiben soll oder nicht. Und ich muss schon eins sagen, also mir kommt das schon langsam vor, Herr Bürgermeister, es geht Ihnen schon gar nicht mehr so sehr um eine inhaltliche Frage, sondern um eine Machtfrage. Sie haben das ein bisschen hochstilisiert nach dem Motto, ist mein Kriegsbeil groß genug, um das Land in die Knie zu zwingen. Diesen Eindruck habe ich. Es ist ja schon mittlerweile schon so, wie ist mein Standing in der SPÖ, kann ich dem Land letztlich meinen Willen aufzwingen. Das ist mein Eindruck, den ich habe, nämlich weil ich war damals im Jahr 2000, ja, als Mitarbeiter der Wirtschaftskammer bei der Frau Landeshauptfrau. Damals war sie neu gewählte Landeshauptfrau, damals Verkehrsreferentin. Und ich kann mich erinnern, mit den Sozialpartnern waren wir dort. Und da hat sie eben die Idee, den Kapuzinerberg-Tunnel neu als Entlastungsprojekt aufzusetzen, ventiliert. Und sie hat uns gebeten, das zu entwickeln. Das war die ursprüngliche Entwicklung. Und Sie, Herr Bürgermeister, haben letztlich, und der Harry Bräuner hat es bereits erwähnt, die Sozialpartner beauftragt und mit Geld ausgestattet, diese Studien zu erstellen. Und jetzt machen sie dieses Theater. Und im Regierungsübereinkommen zwischen SPÖ und ÖVP auf Landesebene wurde natürlich dieses Projekt aufgenommen. Und dieses Regierungsübereinkommen wird ja wohl in den parteiinternen Gremien, denen Sie auch angehören, auch abgesegnet worden sein. Also tun Sie nicht so überraschend, dass das von heute auf morgen kommt und als war das ein unfreundlicher Akt des Landes gegenüber der Stadt. Sie sind knietief in dem Projekt drinnen und jetzt möchten Sie sich irgendwie rauswinden. Wir sind jedenfalls froh, dass das Land mit dem Entwurf zumindest einmal signalisiert, über mehrere Generationen zu denken. Wir können nur an diese politische Mehrheit in diesem Haus appellieren, die Planungsarbeiten über die Verbauung der Trasse zu stoppen und nach einer Abkühlphase wirklich die richtige Entscheidung zu treffen, nämlich Salzburgs Zukunft nicht leichtfertig zu verbauen. So, Kollege Fuchs, Sie haben es wunderbar geschafft, einen Haufen Wortmeldungen zu provozieren. Bitte, Kollege Warner ist der Nächste. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat, ich muss zuerst auf den Kollegen Fuchs eingehen, der sehr viel zum Tag des Lächelns beiträgt, vor allem bei mir. Landesstraßenbegradigung, wenn die zukünftig so ausschaut, dass man einen Tunnel durch einen Berg durchbohrt, der ein Portal der Größe des, ja, sagen wir, Bas-Lueck-Tunnels hat, dann ist das wohl wirklich eine Landesstraßenbegradigung. Ich würde sagen, das ist eine Stadtautobahn. Ganz klar war immer nicht, was du meinst mit, der Tunnel soll nicht heute und nicht morgen gebaut werden, da würde ich dir ja zustimmen, wenn da noch dazu kommt, der soll überhaupt nicht gebaut werden. Aber ich glaube ja nicht, dass du das so gemeint hast und dass das dann ein Zukunftsprojekt ist.
um es freizuhalten für andere Generationen oder vielleicht ein bisschen abgespeckt dann freizuhalten, bejahst du einmal und verneinst du einmal. Die Befindlichkeiten des Herrn Bürgermeisters spiegeln sich anscheinend in der Mehrheit der Nichtbefürworter dieses Tunnels nieder, und da kann der Herr Bürgermeister nichts dafür, dass die anderen Fraktionen auch nicht wirklich mit der ÖVP in diesem Fall mitgehen. Und zu allerletzt muss ich da schon widersprechen, du wirst das Schreiben von ICOMOS wahrscheinlich gar nicht haben, wo es eindeutig um den Vorentwurf des Tunnel- und des Straßenprojekts geht, das das Weltkulturerbe Salzburg gefährdet, und eine Einleitung gemäß § 172 nachzieht. Aber ich übergebe es dir gerne. Ja, dann kannst du nicht sagen, dass es um die Blöcke und um die Verbauung geht, die jetzt überarbeitet wird. Ja, ich möchte aber jetzt trotzdem noch einmal auf die Studie zurückkommen, denn letzten Endes war der ursprüngliche Auftrag zu schauen, ob man eine Busgarage unterbringen kann, die eventuell eine Durchfahrt regelt, und wenn es eine vernünftige Variante gibt, dann sollte man sich diese anschauen. Was ist herausgekommen? Es ist herausgekommen, wie nennt er das, Landesstraßenbegradigung, schlichtweg eine Stadtautobahn mit vierspurigen Kreisverkehr vor der Einfahrt, ein Kreisverkehr im Tunnel, eine ungelöste Verkehrssituation in Schalmoos und in der Vogelweiderstraße, Abriss von mehreren Häusern beim Einfahrtsportal, Grundeigentümer nicht eingebunden, die Finanzierung unklar. Und zum Schluss kommt nur heraus, dass es ein massiver Eingriff in die Belange der Stadt Salzburg sind, nämlich es gefährdet unser Weltkulturerbe. Freihalten, das hat der Vizeleutnant Breiner gesagt, sollte man es für die nächsten Vizebürgermeister, ich sage dir, wir waren ja gemeinsam eingerückt und deswegen wahrscheinlich diese Verbindung. Der Herr Vizebürgermeister hat ja gesagt, man sollte das für die nächsten Generationen freihalten und man will das Weltkulturerbe nicht gefährden. Weltkulturerbe nicht gefährden, stimme ich ihm zu. 20, 30, 40, 50 Jahre freihalten, weil wir haben schon gehört, in den nächsten 5, 10, 15 Jahren passiert sowieso nichts. Aber was passiert jetzt? Nachdem es in der Stadt Salzburg eine Mehrheit gegen dieses Projekt gibt. Man geht zum großen Bruder in die Stadt um, zum Seppi, und sagt, dann pflanzt sie in der Stadt ein bisschen, macht eine Verordnung, damit sie die ärgern da drüben, um das Ganze zu verzögern, um ein bisschen Diskussion wieder hineinzubringen. Der Landesrat Eisel wird diese Verordnung bringen oder nicht bringen. Ich nehme ja nicht an, dass es eine Zustimmung geben wird, davon können wir ausgehen. Aber was passiert jetzt? Selbst wenn es diese Verordnung gibt, was ändert sich für die nächsten Generationen? Wird es keine Stadtautobahn? Wird es kein vierspuriger Kreisverkehr? Werden keine Häuser angerissen? Und schadet es nicht dem Weltkulturerbe? Ich sage, in 20, 30, 40, 50 Jahren schadet es auch noch dem Weltkulturerbe. Und deswegen ein klares Nein von unserer Seite zu diesem Tunnel. Danke. Kollege Hüttinger ist der Nächste. In Vorbereitung Plagi. Ja? Und dann sind noch zwei Worte. Werte Kolleginnen und Kollegen, wir haben das Thema der heutigen Aktuellen Stunde ja grundsätzlich zunächst einmal auf die Frage der Verordnung der Landesregierung konzentriert. Jetzt kommen gerade von ÖVP-Seite heftige Vorwürfe gegen Politikerinnen und Politiker in der Stadt, weil sie Entscheidungen treffen. Das ist natürlich ein schwieriges Thema, weil viele von uns das Amtsverständnis haben, dass sie dafür gewählt wurden und dafür arbeiten sollen, dass sie
im Sinn der Bevölkerung und im Sinn der Entwicklung dieser Stadt Entscheidungen treffen und nicht Entscheidungen hinauszögern oder Entscheidungen nicht treffen oder zuwarten. Und das Problem bei Entscheidungen ist ja immer das, dass man sich eben entscheiden muss zwischen einer, zwei, drei oder mehreren Alternativen. Und wenn man die Entscheidung trifft, dann bedeutet es auch gleichzeitig, dass man eine andere Alternative nicht macht. Das gilt vor allem für die Entwicklung der Stadt. Die Entwicklung der Stadt ist ja grundsätzlich im politischen Prozess dadurch gekennzeichnet, dass wir große Programme festlegen, bei denen wir dann auch die Aufsichtsbehörde fragen müssen, das Land, also sage ich einmal ein räumliches Entwicklungskonzept, dann ein Flächenwidmungsplan, dann Bebauungspläne. Und dann, dass dann auf Basis dieser Programme für alle nachvollziehbar auch Rechtssicherheit besteht. Wir reden derzeit davon, über ein Grundstück im Innersten der Stadt, im Herzen der Stadt, das in allen Programmen, die in den letzten Jahrzehnten beschlossen worden sind, als Bauland gewidmet war. Bauland. Da hat die ÖVP nichts dagegen gehabt, da hat das Land nichts dagegen gehabt, da war immer Bauland vorgesehen. Und auf Basis dieses Rechtsbestandes gibt es private Eigentümer, die sagen, wir haben ein gewidmetes Bauland, unwidersprochen, und wir wollen dort bauen. Wir wollen dort das tun, was offensichtlich dem politischen Willen, und zwar in dem Fall dem einhelligen Willen der Stadt, entsprochen hat. Die ÖVP, die sich immer als Schutzmacht der privaten Grundstückseigentümer darstellt, sagt plötzlich, ist uns alles wurscht, du hast zwar eine politisch und rechtlich eindeutige Basis, du hast dort Bauland, du hast dort investiert, du willst dort etwas machen, aber wir wollen dir das verbieten. Und weil sie selber verschlafen hat, dass man auf diese angeblich so wichtigen Dinge, die seit 100 Jahren immer wieder ein Thema sind, Rücksicht nimmt, indem man nämlich Widmungen rechtzeitig festlegt, indem man Planungssicherheit schafft, weil da die ÖVP nie zu hören war, tritt sie plötzlich, nachdem sich eine breite Mehrheit im Gemeinderat neuerlich ganz eindeutig dafür bekannt hat, dass wir in diesem Gebiet genau das machen, was seit vielen Jahrzehnten dort festgelegt ist, nämlich Bauland zu widmen und die Möglichkeit zum Bebauen auch tatsächlich zu gewährleisten, tritt sie plötzlich eine politische Agitation los, die nicht von schlechten Eltern ist. Und zwar deswegen nicht von schlechten Eltern ist, Herr Kollege Fuchs, weil hier Daten und Fakten in einer derartig unglaublichen Art und Weise verdreht werden und missbraucht werden und unter den Tisch gekehrt werden, dass, glaube ich, der selige Obmann der Autofahrerpartei, der ehemalige Gemeinderat Koch, im Grab noch wirklich mehr stolz auf sie wäre, dass seine unsinnige Politik, die er nur kurz gewährt hat, im Gemeinderat eine derartig würdige Fortsetzung gefunden hat. Es ist, Herr Kollege Fuchs, wirklich unglaublich, was Sie an Sachen zusammendrehen, was Sie leugnen, was in Ihren Studien drinnen steht, was Sie offensichtlich in Ihrer Fraktion mehrheitlich durchbringen, weil sich möglicherweise entweder niemand die Mühe macht, die Unterlagen zu lesen, den Planungsstand anzuschauen, zu schauen, welche Konsequenzen das hat. Das zeigt sich ja ganz gut, weil es ist immer interessant, wenn man so einer Diskussion so ein bisschen von hinten zuhört, weil dann hört man relativ gut, wie sind denn die Reaktionen auf das, was da gesagt wird. Und wenn wir über den Kapuzinerberg-Tunnel reden, dann hören wir immer wieder Zwischenrufe von der ÖVP-Seite, dann schütten wir das neu da zu. Und so ein Blödsinn, dass wir das neu da auch gebaut haben. Weil das war städtebaulich so wichtig, hat sich ja so bewährt und darum machen wir jetzt den Kapuzinerberg-Tunnel. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Autofahrerpartei, haben Sie sich einmal überlegt, in welcher Relation, ja, Frau Kollegin Markowitz, ich meine schon Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen, also liebe Kolleginnen und Kollegen von der Autofahrerpartei, haben Sie sich einmal überlegt, was ist, wir haben im Studium gelernt, Herr Kollege Fuchs, dass man durch mehrmalige Wiederholung den Erinnerungseffekt stärkt. Und vielleicht ist es für Sie ganz gut, wenn Sie an manche Sachen dann denken, die ich Ihnen von hier aus mit auf den Weg mitgeben möchte, weil Sie sind ja nur jung und Sie haben ja noch eine lange politische Karriere vor sich. Also vielleicht erinnern Sie sich dann an manche Dinge, weil man kann ja, wie das Beispiel SPÖ zeigt, auch gescheiter werden. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, weil ich bin ja ein Mensch, der das Prinzip Hoffnung auch bei den politischen Mitbewerbern lebt. Aber haben Sie sich schon mal überlegt, was es bedeuten würde, wenn man das Neutor-Tunnel so gestalten würde, nämlich verkehrstechnisch wie den Kapuzinerberg-Tunnel.
Haben Sie sich einmal überlegt, wenn man diese Verkehrsfläche, Zulauffläche zum Kapuzinerbergtunnel sind, wenn ich mir jetzt nicht ganz verzählt habe, glaube ich, 7 Fahrstreifen. Sie sehen, es kommen auf der linken Seite, ist ein bisschen ein schlechtes Bild, 3 heraus, dann gehen 2 hinein, sind 5 und daneben haben wir noch 2 beim Unfallkrankenhaus. Also wir haben 7 Fahrstreifen, die zwischen der Bürgelsteinstraße, Beginn Imbergstraße und der Ambergstraße derzeit neu angelegt werden. Dann haben wir den 4-spurigen Kreisverkehr. Beim Kreisverkehr sagt Ihre Studie, und ich kann ja nur das lesen, was Sie in Ihrer Verkehrsuntersuchung uns vorgelegt haben, ein Erstkonzept wurde auf Basis eines Kreisdurchmessers von 60 Metern entworfen. Dies entspricht aufgrund der örtlichen Zwangsgegebenheiten dem größtmöglichen Durchmesser. Nachdem er das entworfen hat, hat man eine Verkehrssimulation gemacht und das Ergebnis der Simulation jetzt wieder wörtlich zeigt einen Mangel an Stauraum in mehreren Teilbereichen, worauf man dann wieder erarbeitet hat, zur Gewährleistung des verkehrstechnisch funktionierenden Gesamtsystems musste die Kreisfahrbahn zu einem Oval gestreckt werden, um ausreichende Aufstelllängen zwischen den signalisierten Teilkreuzungen zu erhalten. Die einzig mögliche Ausweitung ist dabei gegen Nordwesten gegeben. Die Aufweitung des Platzes bedeutet größere Grundinanspruchnahmen als ursprünglich vorgesehen. Das betrifft vornehmlich das Gelände des Unfallkrankenhauses und auch die etwaig verwertbare Restfläche im Bereich des Südportals. Das jetzt umgelegt auf den, so, ich bin jetzt in der neueren Stadtbenennung von Salzburg nicht mehr ganz firm, weil von mir immer noch die Bezeichnungen aus der Kindheit irgendwo so präsent sind. Ich glaube, er heißt Sigmundsplatz oder Karianplatz, aber auf dem Platz, vor dem Neutor, auf der Altstadtseite. Das umgelegt auf den Karianplatz, glaube ich, heißt er. Ja? Karianplatz würde bedeuten, Sie müssen wegreißen die Pferdeschwemme, einen Teil des Festspielhauses, die Universität teilweise, also dort, wo die Aula drinnen ist, und jedenfalls die Gebäude Goldener Hirsch und das Hotel, das müssen Sie wegreißen, damit Sie das dort hinbringen. Also Sie kommen in die Getreidegasse hinein. Das ist der Kapuzinerbergtunnel umgelegt auf das Neutor, muss ich sagen, das ist ja alles vergleichbar und das Gleiche. Sie bauen dort eine Verkehrsmaschine, die ihresgleichen in Salzburg nicht hat, nicht sucht, sondern nicht hat, weil sie wird es nicht finden. Und Sie sagen dann, wir tun das ja alles für die Umwelt. Wir tun das ja alles dafür, damit wir den Verkehr gut organisieren können. Jetzt frage ich Sie, wer schaut denn bei dem Konzept auf die Umwelt? Wer schaut denn darauf, dass wir dort direkt ein Landschaftsschutzgebiet höchster Qualität im Herzen der Stadt Salzburg berühren, durchschneiden, beeinträchtigen, nämlich den Kapuzinerberg, der nach der Verordnung, die aus dem Jahr 1981, also vor 31 Jahren, stammt, wegen der besonderen landschaftlichen Schönheit und des besonderen Erlebnis- und Erholungswertes geschützt worden ist. Das ist ihnen völlig wurscht. Da baut man den Tunnel durch, baut Abluftschächte, beeinträchtigt, das ist ihnen völlig gleich. Und wir bauen das und die Umwelt spielt überhaupt keine Rolle. Wir wollen dort mehr Verkehr, wir bauen die Fläche zu und dann sagen sie, natürlich konsequent, wir als Autofahrerpartei interessieren uns ja für den öffentlichen Verkehr gar nicht. Wir brauchen ihn nur in unserer Studie, damit wir das Ganze überhaupt machbar, nicht sinnvoll, machbar erscheinen lassen, weil nur dann, wenn wir das, was der Kollege Baduc ja schon sehr detailliert dargestellt hat, für den öffentlichen Verkehr umsetzen würden, es im Rahmen einer Simulation überhaupt möglich wäre, den Verkehrsfluss überhaupt darzustellen. Und dann kommen es zu Verkehrsberuhigungen in Teilen der Umgebungsstraßen, in anderen Bereichen, das haben Sie wieder verschwiegen, kommen es zu deutlichen Verkehrserhöhungen, aber nur dann, wenn wir eine deutliche Drosselung des Individualverkehrs machen und eine deutliche Verbesserung für den öffentlichen Verkehr. Jetzt sagt das genau die ÖVP, die ein Theater sondergleichen macht, wenn man bei einer der wichtigsten Zulaufstrecken, nämlich bei der Strecke über die Karolinenbrücke, dadurch Verbesserungen für den öffentlichen Verkehr macht, dass man den öffentlichen Verkehr in den Zulaufstrecken bevorzugt und den Individualverkehr drosselt. Da gibt es einen Aufschrei in der ganzen Stadt, es würde die Welt untergehen. Da wird auch eine Facebook-Gruppe initiiert, deren Ziel im Übrigen ja nicht die Verkehrspolitik, sondern wenn man drauf schaut, der Rücktritt vom Kollegen Paducis, der es im Übrigen als doch einziger Planungs- und Verkehrsstadtrat jetzt seit mehreren Funktionsperioden geschafft hat, bei der Bevölkerung so viel wieder also Rückhalt zu finden, dass er immer wieder gewählt wurde. Man will den Rücktritt vom Stadtrat Baduc und dazu benutzt man alles. Man probt Wahlkampf.
mehr etabliert. Und Herr Kollege Schöppel, Sie hätten ja gar nicht so weit schauen müssen, wo denn die Proponenten von der Facebook-Seite herkommen. Es steht eh in der Info auf der ersten Seite, Sitz ist die ÖVP-Parteizentrale, Merianstraße 13. Von dort aus macht man das. Ist ja auch gut gemacht, kommt ja auch gut an. Wir alle sind Autofahrer, wir alle, wie wir da sitzen. Ich glaube, dass manche von Ihnen auch heute mit dem Auto da sind, obwohl es trockene Fahrbahnen gibt, obwohl es nicht regnet. Und jetzt könnte ich auch sagen, wir alle, und vor allem das richtig auch an die Proponenten dieser Facebook-Seite, wir alle sind Stau. Wir sind Stau. Sie sind Stau, Sie sind Stau, Sie sind Stau. Nämlich dort, wo Sie und diejenigen, die nicht den öffentlichen Verkehr nutzen, die nicht den Umweltverbund nutzen, die nicht zu Fuß gehen, die nicht mit dem Fahrrad sitzen, im Auto sitzen, damit man Wege in dieser Stadt der kurzen Wege, bei dem man in 1, 2, 3 Kilometern fast überall ist, mit dem Auto zurücklegt. Weil man das immer so gemacht hat und weil man halt glaubt, das ist bequemer. Und weil man sich dann darüber aufregen muss, dass die anderen auch mit dem Auto fahren. Und dafür wird jetzt trotz eines Gemeinderatsbeschlusses die Landesregierung instrumentalisiert mit ihrer Fachabteilung, bei der man ja weiß, welche politische Zuordnung dort herrscht. Das haben wir ja schon oft ausreichend erlebt. Und das ist der Vorgang, bei dem ich schon sage, ich glaube, da sollte die Stadt Salzburg genügend Selbstbewusstsein haben und zu sagen, wir wollen das nicht. Wir glauben, dass wir die Stadt durchaus gut verwalten können. Wir haben es in vielen Bereichen bewiesen. Wir haben die Stadt, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten sehr gut entwickelt. Wir haben die Stadt Salzburg, und jetzt sage ich mit einem kleinen Seitenhieb im Gegensatz zum Land, auch auf eine finanziell gute Basis gestellt und auf dieser finanziell guten Basis gehalten. Wir brauchen diese Ratschläge nicht. Wir brauchen es nicht von ÖVP-Regierungsmitgliedern im Land, sondern wir können dort selber sehr gut entscheiden, was wir wollen. Und eins ist sicher, die Mehrheit im Gemeinderat will diese Verkehrsmaschine nicht, sie will dieses Wahnsinnsvorhaben nicht, sondern sie will etwas dafür tun, dass wir auch weiterhin lebenswert in der Innenstadt und in der Stadt Salzburg leben können und auch den Status als Weltkulturerbe behalten. Danke, Kollege Plage ist am Wort. Sehr geehrter Bürgermeister, Herr Gemeinderat, der Dr. Fuchs hat gerade den Herrn Dr. Schöppel gratuliert zu mir. Das ganz lieber nicht. Freut mich nur, hat er, glaube ich, nicht wirklich vernommen. Er sitzt auch im Planungsausschuss, dass wir zwar zugestimmt haben, dass hier gebaut wird, aber dass dieses Projekt noch überarbeitet wird. Aber okay, das ist so. Der Herr Dr. Fuchs hat auch erklärt, wie sehr ihm die Altstadt, das Weltkulturerbe unserer Stadt am Herzen liegt. Das hat man ja gesehen, wie wir die Boulder installiert haben, wie vehement er sich dagegen gewehrt hat, die Altstadt vom Verkehr zu befreien. Witzigerweise ist es jetzt so, dass die Wirtschaft, die da drin ansässig ist, uns gratuliert zu der Idee und alles super ist und toll ist, so viel zur Zukunft. Und die liegt sicherlich auch nicht darin, eine Autobahn durch die Stadt zu bauen, denn an und für sich ist es so, dass die Städte die Autobahnen rund um die Stadt bauen und sicherlich nicht mittendurch. Und wenn er für Eigenbarsch den Leuten verspricht, 32% weniger Verkehr, na bravo, und dafür Schalmoos-Kniegel den Verkehr rübergibt, dann finde ich das absolut total negativ. Wie kann ich denn bitte Stadtteile gegeneinander ausspielen, nur um zu erklären, wie toll ich auf der einen Seite arbeite, um das Ganze dann in die andere Seite rüberzulegen? Das ist ja ein kompletter Wahnsinn. Man hätte schon längst, und das Thema haben wir schon gehabt, um die Stadt herum, wenn wir schon keine Autobahn zusammenbringen, Parkentreitplätze dafür Sorge tragen müssen, dass wir dort Grundstücke kriegen, um den Verkehr, der jeden Tag von außen nach innen kommt, dort anzuhalten, um dann mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Stadt einzufahren. Die Diskussion um den Kapuzinerberg und den Tunnel hätte sich gar nicht gestört. Und die andere Frage ist, Weltkulturerbe oder nicht, nur wie kann man vor einem Krankenhaus den größten Verkehrsknotenpunkt mitten in einer Stadt bauen oder das überhaupt vorhaben? Viele Fragen stellen sich, aber der Herr Dr. Fuchs ist ja jetzt nicht da, weil er hat ja seine Visionen uns mitgeteilt und für ihn unverständlich, dass wir das nicht verstehen. Ich kann nur sagen, für den Herrn Dr. Fuchs sehe ich kein Licht am Ende des Tunnels.
Ich habe jetzt noch zwei Wortmeldungen. Darf ich dann die Rednerliste schließen? Okay, dann ist jetzt noch der Kollege Badoc am Wort und noch die Kollegin Haller und dann habe ich die Rednerliste mit ihrem Einvernehmen geschlossen. Kurze Replik, aber wenn er nicht da ist, ist es eher an den Gemeinderat und nicht an den Kollegen Fuchs gerichtet. Vorlaufphase, hat gemeint, so ein Projekt braucht natürlich eine entsprechende Vorlaufphase. Ich meine, die Vorlaufphase des Kapuzinerbergtunnels dauert jetzt 120 Jahre. Das sollte eigentlich reichen. Das zweite ist ICOMOS. ICOMOS hat zu beiden Projekten eine Stellungnahme abgegeben. ICOMOS war im Übrigen beim Hochbauprojekt von Anfang an eingebunden. ICOMOS hat sämtliche Ausschreibungsunterlagen etc. bekommen, wie der Wettbewerb gestartet ist. ICOMOS hat da zurückgemeldet, dass von den Ausschreibungsunterlagen her zu erwarten ist, dass es ein positives Ergebnis gibt. Also die waren durchaus eingebunden und haben in ihrer Stellungnahme jetzt gesagt, im Wesentlichen haben sie sich der Jury angeschlossen, indem sie gesagt haben, dass wie von der Jury bereits empfohlen, die Höhen und Volumen reduziert werden sollen. Ist trotzdem noch nicht ausgestanden. Ist eine eigene Geschichte, aber über Gestaltung und was sozusagen in dem Zusammenhang im Sinne des Welterbes ist oder nicht, könnte man jetzt auch noch lang reden. Und was diese pathetische, wir müssen doch für die nächsten Generationen Entscheidungen offen halten, Geschichte betrifft, möchte ich schon das, was der Kollege Hüttinger gesagt hat, nur ein bisschen unterstützen mit jeder Entscheidung, die wir treffen. Mit jedem Projekt, das wir realisieren oder realisieren lassen, nehmen wir der künftigen Generation eine Entscheidungsmöglichkeit. Ich frage mich, warum es dann bei den Projekten, die wir schon versenkt haben, gemeinsam mit der ÖVP, wie den Rheinbergtunnel zum Beispiel, ja, oder den Bayernstraßendurchbruch zur Innsbrucker Bundesstraßen raus, genauso ein Bundesstraßenbegradigungsprojekt, oder die Südtangente, oder die beiden Salzachbrücken, eine im Norden, eine im Süden, Michael-Bacher-Straßen, Eugen-Müller-Straße, die haben wir alle versenkt, und zwar einvernehmlich. Warum habt ihr denn damals nicht so an die künftigen Generationen, und die müssen das doch selber entscheiden können? Anders gesagt, ich denke, es ist durchaus im Sinn der künftigen Generationen, die erstens ohne die Chance alle Hände voll zu tun haben werden, um die Schulden, die wir ihnen hinterlassen, abbauen zu können und damit ein 100-Millionen-Projekt vielleicht doch nicht ganz so einfach finanzieren können. Und es ist durchaus im Sinne der künftigen Generationen, so ein Verkehrsmonster nicht mehr zuzulassen. Und genauso wie wir die von mir genannten versenkt haben, versenkt man das jetzt bitte auch ohne Wenn und Aber. Und zwar nicht gegen, sondern im Sinn der künftigen Generationen. Letzte Wortmeldung, Kollegin Haller. Jetzt kann ich eigentlich eh nicht mehr aus. Zu Wort habe ich mich gemeldet. Der Johann hat das eigentlich richtig gesagt, versenken wir dieses Projekt. Ein Projekt, das nicht seit 20 Jahren diskutiert wird, Johann, wenn man sich nämlich die www.kapuzinerbergtunnel.at-Seite anschaut, da weiß man dann, dass schon seit 1899 über diesen Tunnel diskutiert wird. 120 Jahre. Also 120 Jahre. Und wenn es nach der ÖVP geht, diskutieren wir wieder die nächsten 100 Jahre. Geht es aber nach der vernünftigen Mehrheit im Gemeinderat, dann ist dieses Projekt endlich vorbei und es entsteht dort endlich ein Wohnbau, der auch Qualität hat. Aber der Christoph Fuchs, der ja mit so einem Engagement bei dieser Sache ist, ich habe mir gedacht, zu Hause habe ich eine grüne Schaufel gefunden, du kannst ja dann in den nächsten 100 Jahren versuchen, daheim zu schaufeln, wenn du schon so gerne Tunnel gräbst. Nein, ich habe nur eine grüne. So, aktuelle Stunde ist mit einem grünen Schaufel beendet worden. Ich komme jetzt zur regulären Tagesordnung. Bitte anschnallen. Änderung der Besetzung Staatssenat Fuchs, lauter V, nehme ich an. Änderung Besetzung Personalkommission Fuchs, auch lauter V, so beschlossen. Planerische Maßnahmen Geisberg-Galle, lauter V.
Wortmeldung, bitteschön. Ich verabschiede unsere durchwegs friedvollen Demonstranten. Bitte meinen Ordnungsruf zu entschuldigen oder zu respektieren. Ihr habt das ja respektiert. So, Kollege Qual. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat, der Anlass für diesen Amtsbericht waren offenbar zwei Anfragen, die ich an dich, Herr Bürgermeister, gestellt habe. Du hättest sie auch einfach beantworten können, so wie ich sie gestellt habe, Frage für Frage, aber offensichtlich hast du da lieber die Bürokratie. Mir ist der Spruch in Erinnerung, den ich im Übrigen nicht schlecht finde, so zum einen aus werbetechnischen, markettechnischen Gründen, zum anderen, weil uns der Inhalt verbindet, nämlich Fortschritt vergeht, die Narbe bleibt. Das ist allerdings für die 380 KV-Leitung die geplante entwickelt worden. Aber er hat auch mit dieser Sache was zu tun. Der Geisberg ist ein Naherholungsgebiet für, wie es im Amtsbericht steht, eine halbe Million Besucherinnen und Besucher pro Jahr. Was die dort suchen, ist Sonne und Ruhe und gute Luft. Und viele der Maßnahmen, die in diesem Amtsbericht stehen, und ich schätze den Verfasser des Amtsberichtes, den Herrn Dr. Herbst, auch sehr, sind sicher positiv für den Naherholungswert dieses Berges. Allerdings, es gibt Widersprüche. Auf der einen Seite werden Parkplätze oben reduziert, um den Verkehr zu reduzieren, und auf der anderen Seite werden Parkflächen bei der Zistel geschaffen. Die Frage, die sich mir auch in dem Zusammenhang stellt, ob dieser Spielplatz, der dort gebaut wurde, wirklich notwendig ist, ob man auf dieser Höhe, auf 1000 Meter Höhe, einen großen Spielplatz mit Kosten von ungefähr 40.000 Euro braucht, darüber kann man nur streiten, aber der steht ja schon länger. Auch der Umkehrparkplatz für den Bus ist sicher eine wichtige positive Entwicklung. Als ich gehört habe, dass es dort einen Parkplatz geben wollte, habe ich gewarnt davor, dass das ein positives Signal ist, für die Autofahrerinnen und Autofahrer dort hinaufzukommen. Fahrt's rauf, wir haben eh genug Platz. Du hast dieser meiner Warnung keine Beachtung geschenkt. Ich bin dann an dem ersten Wochenende, wo dieser Parkplatz entstanden war, hinaufgekommen mit dem Fahrrad und habe gesehen, dass neben dieser neu geschotterten Fläche eine nochmal zweimal so große Fläche auf der Wiese verparkt war. Also ist genau das passiert, was ich gesagt habe. Und ich frage mich wirklich, wenn man diesen Geisberg so schätzt, wie du ihn ja offensichtlich auch schätzt, warum man nicht genau das Gegenteil gemacht hat, warum man nicht Maßnahmen gesetzt hat, um den Autoverkehr zu verringern, zu vermindern. Man könnte sich zum Beispiel überlegen, ob man in der Zukunft nicht die Parkplätze dort oben gebührenpflichtig macht und diese Einnahmen dem Geisbergbus und einer Verdichtung des Taktes zur Verfügung stellt. Das wäre noch die gelindeste Maßnahme, die mir dazu einfällt. Mir fallen selbstverständlich auch noch andere Maßnahmen ein. Wer den Autoverkehr so fördert, der senkt den Naherholungswert des Geisbergs. Und auch hier gilt noch einmal, Fortschritt vergeht, die Narbe bleibt. Gut, ich respektiere deine Meinung, habe aber eine andere zu dem Thema und bin damit auch nicht alleine. Ich habe im Stadtsenat darauf verwiesen, dass es im Jahr 2001, glaube ich, war, wo das Amt für Stadtplanung selber so einen Parkplatz, Überlaufparkplatz auf der Zistel vorgeschlagen hat. Die aktuelle Debatte ist aus mehreren Gründen entstanden, die dann zu diesem Ergebnis geführt hat, dass hier eine Fläche geschottert wird. Grund Nummer eins war das wilde Parken links und rechts von der Geisbergstraße ab der Zistelalm. Bei Inversionswettertagen in der Stadt, wenn es oben sonnig ist, stehen links und rechts jede Menge Fahrzeuge illegalerweise in der Wiesen, weil dort offensichtlich ein Halte- und Parkverbot gilt, das halt missachtet wird. Vielleicht müssen wir es besser kundmachen. Ich gebe dir dann Gelegenheit, mir zu replizieren. Ja? Vielleicht müssen wir es besser kundmachen. Grund Nummer zwei war
eine Maßnahme, die du, glaube ich, auch unterstützt hast, nämlich die Einrichtung dieser Buskehre, weil bis jetzt der Geisbergbus, ich sage jetzt mal, nicht ganz legal von der Geisbergstraße zurückstoßen musste in den Geisberg-Rundweg. Das darf an sich nur geschehen, wenn da jemand den Bus quasi einweist. Das heißt, das war ein ausdrücklicher Wunsch und daraus ist dann auch die Idee entstanden und Michael Hauser von der Zistlein war so nett, dass er seinen Grund dafür auch zur Verfügung stellt, dort diesen Überlaufparkplatz anzulegen. Ich rege an, dass man das Halte- und Parkverbot links und rechts von der Straße in Zukunft wirklich genau überwacht und kontrolliert und dann haben wir netto, und das habe ich dir ja gesagt, wahrscheinlich die gleiche Anzahl von Stellplätzen legal, wie wir sie jetzt illegal haben. Und ich erinnere daran, dass wir auf dem Gipfelplateau den etwas ausgeuferten Parkplatz rückgebaut haben auf das vorgesehene Maß von 53 bewilligten Parkplätzen. Also bitte diese Diskussion schon in der Gesamtheit zu sehen. So, und du hast jetzt dich noch einmal zu Wort gemeldet, also repliziere bitte. Hättest du mir vorher zugehört, ich habe genau diese Argumente ja schon gesagt. Ich habe gesagt, dass es oben eine Reduktion von Parkplätzen gab. Ich habe gesagt, dass ich für die Busumkehr bin. Ich meine nur, dass es nicht nur so wahnsinnig nett ist von dem Wirt der Zistelalm, dass er uns diesen Grund hergibt, sondern sein Parkplatz wurde mit sage und schreibe 40.000 Euro oder 39.000 Euro dort oben subventioniert. Das Ganze ohne Ausschreibung. Ich glaube, dass man damit ja was umgangen ist. Ich finde das keine besonders saubere Lösung, wie das da oben passiert ist, nämlich auch auf der rechtlichen Basis nicht besonders sauber. Und das Zweite ist, das Halte- und Parkverbot gibt es schon immer und ich hätte mir doch gewünscht, dass wenn man sowas angeht, dass man nicht im Nachhinein dann sagt, ja, da müssen wir vielleicht auch noch ein bisschen nachbessern oder sowas, nämlich du hast mir diese Frage auch weder in den Anfragebeantwortungen noch im vorliegenden Amtsbericht beantwortet, sondern dass man diese Dinge, nämlich wie verhindert man die wilden Parker, sofort auch gleich mitlöst. Danke. Gibt es noch den Gegenantrag der Bürgerliste? Dann lasse ich über den Gegenantrag abstimmen. Wer mit dem Gegenantrag der Bürgerliste Inhalt ist, dass man diesen Parkplatz nicht will. Einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen mit der Hand. Gegenprobe, damit ist dieser Gegenantrag abgelehnt. Ich lasse jetzt über den Hauptantrag, die planerischen Maßnahmen am Geisberg, abstimmen. Wer damit einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen mit der Hand. Gegenprobe gegen Bürgerliste, so beschlossen. Betriebliche Gesundheitsförderung, Galle, Lauder V nehme ich an, so beschlossen. Danke, der Dr. Schöndorfer, für die Vorbereitung. Dann den Kulturverein Gold Extra, Wörndl. Wie Senat ist das? Ja. Ja. Kollege Schöppe, ja. Gegen die Freiheit. Gut. Dann haben wir ÖNM, Zuckerstädter, Lauder V, wie Senat, auch hier, gegen die Freiheitlichen. Gut. So, dann die Flächenwidmungspläne, mir erinnerlich, Hölfzmann, waren glaube ich alle einstimmig, und Bebauungspläne. Ja? Dann sage ich jetzt ganz einfach so beschlossen, danke, die Sitzung ist geschlossen.